Musik ist eigentlich wie eine Metapher für mich, für das, wie ich die Welt so wahrnehme. Also für mich ist Musik sogar auch visuell, wie eine Stofflichkeit oder ein Material, was aber auch wieder ganz porös und ganz spröde sein kann und ganz elegant, fast wie ein Element, also wie Feuer oder Wasser oder Luft. So, du spürst die Wirkung, aber du kannst es gar nicht greifen. So meine eigene ganz alleine Wahrnehmung von Musik ist eigentlich hauptsächlich die des Hörers. Also ich bin im Grunde wie so ein professioneller Musikhörer. Also was ich wirklich am liebsten mache, ist mich eigentlich hinsetzen und Musik hören. Und ich habe halt irgendwie einen Dreh gefunden, dass das sozusagen jetzt mein Beruf geworden ist. Maus und Mars ist so eine Sache, die halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und wo ich gerade in der Kombination mit Andy, wo extrem viel Produktivität drin ist und es sehr viele Betätigungsfelder gibt. Also es fing mal an, als einfach nur, wir hängen im Studio ab und machen zusammen Stücke. Und irgendwann waren wir eine Liveband und mit Dodo zusammen auch ein sehr gut funktionierendes Ensemble. Ja, das ist so eine Art Bass-Synthesizer von Sugar Bites. Ja, was bei Sugar Bites ganz lustig ist, die haben eben, manchmal haben die so irre Ideen, wie hier einen Synthesizer zu verbinden mit einem Effektgerät. Es gibt von Sugar Bites ein Effektgerät, das heißt Effect-Rex, was ziemlich cool ist. Das ist jetzt einfach eine Audiospur, die hier durchläuft. Und nimmt dieses Effektgerät sozusagen, dieses Audiosignal, was hier durchschleift, und setzt darauf rhythmisierte Effekte, also einen rhythmisierten Hall oder einen rhythmisierten Crush oder auch so Time-Stretching und so. So, dann würde ich sowas aufnehmen, im Grunde so eine relativ lange Session machen und das wieder auseinanderschneiden. Was man auch machen kann, man kann die Spur, da sie ja übers Mischpult läuft, auch am Pult verändern mit Effekten, die man ins Pult einschleift, und das nimmt man wieder auf. Und dann schneiden wir das alles, was wir da aufgenommen haben, wieder auseinander und nehmen eigentlich nur so die schönsten Momente oder die interessantesten und bauen vielleicht eine Melodie wieder. Man macht das nur so einen so. Und dann entsteht daraus eine Melodie. So entsteht jetzt halt am ehesten so ein Maus- und Mars-Stück. Da ist auch der Rechner dann so die Zentrale und das Pult ist dann, wenn der Track gemischt wird, wichtig, weil man dann mal die Verhältnisse schiebt am Pult selber und Effekte macht und so. Das macht halt Andy sehr, sehr gern. Steht eigentlich am liebsten am Pult und rennt auch mal gern rum im Studio und verkabelt was und so. Für Andy darf das auch alles nie gemischt werden. Der will immer überhaupt nicht, dass irgendwas fertig wird. Aber eigentlich war Maus und Mars nur so eine Facette von dem, was mich an Musik interessiert. Mich interessiert eigentlich immer Musik, die eben kurz vorm Zerfallen ist. Und zwar nicht, weil sie so morbide oder so müde in sich ist, sondern weil sie damit arbeitet, dass sie sich immer wieder eigentlich neu zusammensetzen könnte. Und die sich auch zu sich selbst einerseits so, die sich selbst in Frage stellen kann und sich zu sich selbst so kritisch verhält, dass sie eigentlich auch ihren eigenen Abstand immer wieder formuliert, so innerhalb der Musik, als es so ein Innen-Außen hat. Und eine Musik, die so extrem geschlossen in sich selbst zufrieden, da komme ich oft nicht rein. Das ist bei mir oft bei Techno zum Beispiel der Fall. Ich das Gefühl habe, das läuft also in sich so geschlossen und so selbst sicher oder selbstzufrieden irgendwie, da komme ich nicht ran. Also diese Musik braucht mich nicht, die existiert komplett, ohne dass ich sie höre und nochmal rekonstruiere. Und es ist immer interessant, wenn du Musik hörst, wo du denkst, wenn ich jetzt nicht als Hörer da reingehe und helfe, dass die existiert, dass die wieder zusammenfindet, dann gibt es die gar nicht. So. Und ja, das muss man ein bisschen suchen. Also für sehr viele ist natürlich das Verständnis von Musik eher, dass es gefällig ist oder dass es so sich gut mischt mit so, so einem angenehmeren Weltverständnis, ne? Also klar, weil so wird man ja auch erzogen. Also Musik soll einen beruhigen oder Musik ist immer so ein bisschen der Soundtrack für die schöneren Seiten des Lebens oder die schöneren Momente des Lebens. Dabei ist Musik für mich das allergrößte Abenteuer, was ich bisher sozusagen hatte auf dieser, also in meiner kurzen Phase auf dieser Welt, also da kam kaum irgendwas ran. So wie ein Mathematiker vielleicht merkt, dass irgendwie eine 28 Jahre lange Formel am Ende irgendwie so eine ganz elegante Auflösung findet
und du hast für den Rest des Lebens so das ultimative Glücksgefühl, dass du diese Formel kapiert hast. Sowas habe ich so mit Musik. Also, die erschließt sich für mich als so die Welt in der Welt, ja. Und wenn ich das nicht kriege, dann kann ich auch Musik als Parfüm ertragen. Aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass selbst wenn das so stattfindet und man irgendwas ganz Schlimmes hört, ich trotzdem anfange, mir das irgendwie krumm zu hören und irgendwas zoome ich mir dann raus, was ich irgendwie interessant finde oder vielleicht schräg finde oder ich höre mir irgendwas anderes dazu. Und das wiederum ist auch so ein bisschen, was in dieser Vielplatterei für mich so Thema auch ist, dass eigentlich Dinge zusammenfinden, die an ganz verschiedenen Orten eigentlich ursprünglich aufgetaucht sind. Und ich höre sie mir aber zusammen oder du findest eine Perspektive, in der die eigentlich ganz schlüssig aufeinander reagieren und miteinander wieder was ergeben. Und das ist für mich eigentlich Komponieren. Ja, das ist nämlich ein ganz altmodisches, schönes Gerät. Das reagiert halt auf Anschlag. Das hat man früher an so ein Schlagzeug dran geschraubt, ne? Und wenn ich zum Beispiel mit meinem Black Manual, dieser Cordon Bleu Band, das sind Perkussionisten, drei Stück, mit denen ich da spiele. Ich mache die elektronischen Sounds und die Trommeln. Und ich mache das so an die Geräte dran, das ist schon irre, gerade an der Bassdrum, wenn du dann so eine ganz tiefe zusätzliche Bassdrum nochmal hast, was das für eine Wirkung hat und wie das den Sound auch öffnet. Aber du kannst es ganz schön modulieren. Und früher haben wir das mit Maus und Mars auch oft auf der Bühne, habe ich das so hier in so ein Tape-Delay reingespielt. Also einfach nur so ein Signal und dann ganz langes Echo noch drauf gemacht. So, nee. Ja, und im Grunde ist das Grundprinzip eines jeden Synthesizers. Das kannst du jetzt halt noch ein bisschen komplexer machen und noch ein bisschen mehr modulieren und noch einen zweiten Oszillator, den man sozusagen dazu mischt. Also es ist eigentlich mein Lieblingssynthi. Ich glaube auch Andys Lieblingssynthesizer. Ja, im Grunde könnte man damit eine komplette Platte machen. Diese Kassette, die ich jetzt gemacht habe auf Thrill Jockey, die heißt Transcendental Animal Numbers und im Grunde ist es so eine Elektroakustikplatte. Aber ich nehme sie gar nicht so wahr. Für mich ist es im Grunde so eine Formulierung von Sprache, die keiner Spezies zuzuordnen wäre. Und am ehesten würde man sagen, ja, so würde ich mir vorstellen, sprechen Tiere, weil wir ja auch nicht wissen, wie Tiere denken oder ob sie überhaupt sprechen und wie sie funktionieren. Wir sind einfach nur fasziniert. Und eine ähnliche Faszination habe ich für Musik und speziell dann, wenn ich nicht weiß, wo sie herkommt. Wenn ich jemanden an der Gitarre sehe, dann habe ich immer noch die Assoziation Mensch spielt Instrument. Und speziell Transcendental Animal Numbers ist so eine Veröffentlichung von mir, die ist vielleicht so abstrakt ist wie nichts, was ich bisher so gemacht habe, weil sie keinem rhythmischen Schema gehorcht und auch harmonisch, melodisch eigentlich da so keine klaren Muster hat. Musik, die einen herausfordert, ist für mich erstmal immer interessanter, aus welchen Gründen sie einen herausfordert. Also ich stehe zum Beispiel sehr auf Juke, finde ich super, das ist so ähnlich wie Drum and Bass in den 90ern hat das jetzt auch wieder so ein, kriegt das und bringt das für mich einen anderen Schwung in so zeitgenössische, jetzt sagen wir mal eher Pop- oder Club-affine Musik, wo die Rhythmen auch manchmal so aufgeschnitten sind, dass man sich schon fragt, wie man noch drauf tanzen kann. Zumindest wenn man jetzt kein Juke, also so ein Footwork-Spezialist ist. Und das geht schon, das ist dann schon manchmal fast so John Oswald Sample-Wahnsinn, so, also Versatzstücke von irgendwelchen existierenden Stücken, extrem eckig angeordnet mit einem Rhythmus, der eigentlich eher dagegen läuft, als es zu begradigen. Sowas finde ich irgendwie natürlich sehr gut. Also ich finde schon toll, auch wenn man an so einem Track arbeitet, dass man halt immer wieder rein kann und man findet eine Variation und manchmal ist sie gar nicht so deutlich und manchmal ist sie total abrupt, aber letztlich, wenn dann das Stück läuft, hören die meisten das einfach so, die nehmen das so, als wie es eben so ist. Also man kann, eigentlich kann man gar nicht
Das ist auch, was ich auch manchmal schade finde, man kann eigentlich gar nicht eine Musik machen, die so wahnsinnig wirkt, wie man sie eigentlich empfindet beim Machen. Dass man so denken würde, jetzt, also wenn wir jetzt einen Break machen, dann fallen alle um und haben Schaum vorm Mund. Und dann macht man den Break und selber denkt man, das ist Wahnsinn jetzt, dass man das echt gemacht hat. An der Stelle dann einfach, sagen wir mal, digital null, man hört gar nichts. Und spielst du es jemandem vor, der erste, der ins Studio kommt, und dann sagt man, und? Der reagiert gar nicht. Und eigentlich müsste er am Boden liegen, Schaum vorm Mund haben, es passiert aber gar nichts. Und das ist bei Musik ganz oft so.